Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Wir sind bei den Peugeot Elysium Motor und wie ihr wisst, ist ja der Zylinder abgenommen worden, weil der Kolben ein mitbekommen hat. Jetzt ist es so, ich habe hier noch Ersatz. Das heißt, hier ist Ersatz drin. Hier ist ein neuer Zylinder, ein neuer Kolben. Ich habe den Original-Zylinderkopf und da es immer noch recht kalt hier drin ist, nehme ich euch mit raus. Nein, nicht mit raus, mit rein. Und ich würde gern mit euch drinnen nochmal jetzt nach den neuen Zylinder von Höre Scooter Garage reinschauen. Wie ist da die Verarbeitung? Und ihr wisst, was ich von Scooter Garage halte. Und Scooter Garage ist bei mir immer noch die Nummer 1, wie immer. Und von daher denke ich mal, wird der Zylinder auch wie eine 1 aussehen. Oder? Wir schauen mal. Wir sehen uns gleich drinnen und schauen wir mal. Nun sind wir, oder ich vor allem, wieder in dem Warm. Ich habe heute mal hier alles aufgebaut und zwar halten wir uns doch heute noch mal beide Zylinder aneinander. Das heißt, hier habe ich ja meinen Zylinder schon drin. Wir nehmen diesen Zylinder noch mal raus. Das ist der neue, der dann verbaut wird. Und der alte, den habe ich jetzt dazugelegt. Es ist ein unwahrscheinlicher, großer Abstand von diesen beiden Zylindern. Und zwar der alte gegen den neuen. Und selbst ihr werdet es sehen, wie die Überströmer, Auslass, wie Einlass an den neuen aussieht. Und nun ist es so, wir halten das nochmal gegeneinander. Das ist mir doch ganz lieb, um dass ihr das Ganze nochmal sehen könnt, ne? Was jetzt auf den Motor verbaut wird. Ja, wenn ihr Interesse daran habt und weitere Videos verfolgen möchtet, braucht ihr einfach nur natürlich den Abo-Balken drücken. Jetzt wandern wir mal dahin. Da, wo wir jetzt natürlich auch Arbeitszeit haben, möchte ich euch das nochmal ganz genau zeigen nach Möglichkeit. Seht ihr hier die Nebenströmer? Ich hoffe, ihr könnt das. Moment, ich drehe den mal so. Werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick auf den Zylinder, der drauf saß. So, ich zeige euch jetzt hier mal die Nebenströmer. Seht ihr diesen kleinen Nebenströmer hier auf der Seite? Der ist nicht sauber gearbeitet. Und jetzt schauen wir uns mal den Auslass an. Ich hole das mal ein bisschen höher. Das ist der Auslass und der sieht ebenfalls nicht sehr gut aus. Kommen wir noch mal zu den anderen Nebenströmern. Guckt euch das mal an. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, ich habe das Licht überall sehr knapp bemessen. Seht ihr das? Also der Zylinder ist in allen Ecken nicht sauber gearbeitet. Jetzt kommen wir noch mal zu den anderen Nebenströmern. Ich hole das mal ein bisschen höher. Ich glaube, das ist erkennbar jetzt, ne? Oder besser erkennbar gerade. Mein lieber Mann, also schön gearbeitet ist er wirklich nicht. Hier ist auch noch mal der Kolben.
oder der Kolbenring. Moment, ich mache das mal so. Hier ist der Kolbenring. Seht ihr? Also die Lücke. Moment. Okay, da sind wir. Die Lücke ist recht knapp, ne? Aber liegt noch, ja, im guten Bereich. Gut, das soll es jetzt damit gewesen sein. Aber jetzt kommen wir zu den Kolben. Der Kolben, nicht täuschen lassen, der Kolben ist vollkommen in Ordnung. Kolbenringe sind auch vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt der neue Kolben, der eingebaut wird. Hier seht ihr auch der Pfeil. Der Pfeil zeigt immer nach außen, also zum Ausgang hin. Ne? Niemals zum Einlass. Immer, das ist immer der Auslass. Hier sieht, also dieser Kolben sieht auch überhaupt schon besser aus. Viel, viel besser als der erste. Dieser Kolben kommt auch von Scooter Garage. Kommen wir zu dem Kopf nochmal. Der Kopf ist komplett in Ordnung. Den nutzen wir weiterhin. Sicher, er hat seine Jährchen, aber der sieht noch richtig, richtig gut aus. Ja, doch, auf jeden Fall. Kommen wir zum Zylinder selbst. So, ich nehme hier mal das Tuch raus. Also der Zylinder, der ist, ich würde mal sagen, zu 97% besser gearbeitet. Hier ist zwar auch eine ganz, ganz kleine Wuchtung drinne. Guckt mal hier auf das kleine Ding. Achtet mal da drauf. Moment. So. Ich hoffe, ihr seht das so einigermaßen. Da könnte ich noch ein bisschen nacharbeiten. Jetzt kommt der Einlass. Das hier ist jetzt der Einlass. Sieht doch schon ganz anders aus. Ne? Jetzt kommen wir zu den anderen Überströmern. Und der kleine Überströmer, Moment, da, der kleine Überströmer, ja, den könnte ich auch noch mal ganz fein nacharbeiten. Den breiten, ja, der liegt noch in der Toleranz, sage ich mal. Der Auslass auf jeden Fall recht, recht sauber gearbeitet. Moment, das ist jetzt der Auslass. Also um einiges besser gearbeitet. Das jetzt ist hier oben drauf. Das ist jetzt hier von Ablegen. Ne? Was ich hier, das kommt hier von diesem Tuch. Ja, der Zylinder an sich sieht wirklich sehr, sehr gut gearbeitet aus. Auf jeden Fall, ich sag mal, wie ich eben schon sagte, 97% besser als dieser, der alte. Obwohl, den bearbeite ich ja nochmal. Aber eins nach dem anderen. Jetzt heißt es erstmal, diesen Zylinder verbauen, ne? Den neuen. Hier, Moment, das Nadellager, das ist auch nur von dem Tuch, ne? Das würde ich dann nochmal sauber machen. Ja, das Nadellager sieht auch recht gut aus. Kann man höchstwahrscheinlich auch gut mitarbeiten. Die Klemmen, also die Sicherungen, sind auch okay. Ach, überall hängt hier dieses Tuchzeug rum. Den hier mache ich auch noch mal ein bisschen sauber. Und ja, das ist jetzt alles nur oberflächlich hier. Ja. Viel mehr will ich jetzt auch nicht darüber mehr machen, weil das wird mir zu viel mit den ganzen Zylindern und zeigen. Letztendlich wollen wir ja sehen, oder wollen wir das Ganze in eingebauten Zustand sehen.
Die hier kann ich zum Beispiel schon mal hier drauf schrauben. Ja, die Stehbolzen habe ich auch gleich mit angebracht und alles. Und ich hoffe, dass das jetzt dann auch alles funktioniert. Also ich kann ja auch so nochmal zeigen, hier den Auslass von hier. Schaut mal, der sieht recht gut aus. Ist nicht der größte, aber es ist ja oder soll ja auch originalgetreu bleiben. Ne? Sicher habe ich natürlich wieder Haufen Licht aufgestellt, aber für solche Sachen, ja, ich habe es im letzten Video gemerkt, also da hat es ein bisschen an Beleuchtung gescheitert, finde ich noch, obwohl so viel Licht an war, aber es war irgendwie falsch aufgestellt. Ich glaube, diesmal haben wir es besser getroffen. Also ich bin froh, dass ich das Teil gebaut habe, dass wir direkt so runterfilmen können. Das ist wirklich Gold wert. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Ich hoffe, wir sind jetzt mit dem Thema Zylinder und Kolben alles durch. Weil so viele Teile von einem Zylinder sicher ist natürlich... es macht neugierig und man möchte natürlich auch mehr und mehr drüber erfahren. Aber ich muss ja auch den Roller langsam mal zusammenbauen. Also das heißt, jetzt werden so schnell keine Zylindersachen mehr kommen. Wir stecken das Ganze natürlich zusammen auf und verbauen es auch wieder und bauen es auch wieder ein. Aber jetzt, denke ich, sind wir recht gut bedient damit. Zumindest so Bruchteile davon. Tja, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wie ich schon am Anfang sagte, natürlich auch über ein Abo. Bleibt am Ball. Wir sehen uns, wenn es ein bisschen wärmer in der Garage ist. Weil ich muss ja auch meine Finger spüren können, wenn ich da was dran mache. Und da möchte ich dann 1:1 alles spüren. Bleibt am Ball, macht's gut, ich freue mich, dass ihr da seid. Tschüss.